Hallo ihr Lieben, ich bin heute auf dem Stuhl und nicht auf dem Sessel. Ich muss es einmal auf dem harten Stuhl machen. Und ich begrüße euch zu einem Update für den 20. August 2021. Als erstes möchte ich mich bei Patricia bedanken. Sie hat mir diese schöne Sonnenblume geschenkt und so ein herziges Geheimnis da drin, das ich jetzt nicht erzähle, aber ich habe mich sehr gefreut und da habe ich noch ein paar Klatschäftchen bekommen und ich freute mich sehr und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Und nun zu meinem Update. Es hat mich jemand angeschrieben und gefragt, was meine Lieblingssachen sind. Und ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Ich habe das gar nicht so. Also sie fragte mich zum Beispiel, was sind deine Lieblingsfächer gewesen? Es wird jemand sein, der noch in die Schule geht. Und ich hatte früher gerne Rechnen, Geometrie, Zeichnen, Sprachen, Musik und so weiter. Also ich hatte viele Lieblingsfächer. Ich kann mich nicht so, also was ich nicht so gerne hatte, war vielleicht Deutsch Grammatik oder ja, ich weiß auch nicht mehr, aber das Rechnen, das machte mir ziemlich Spaß und natürlich die musischen Sachen und Sport war auch schön. Und Lieblingsfilme habe ich eigentlich auch nicht. Ich bin gerne ins Kino gegangen früher und habe gerne Filme geschaut, Musicals und andere Filme. Und was mir als Kind und auch jetzt immer noch gefällt, ist, dass die drei Haselnüsse für Aschenbrödel, das jeden Winter kommt und die Weihnachtszeit, das finde ich einen wunderschönen Film. Aber das ist ja ein Märchen. Und Lieblingskünstler habe ich auch nicht wirklich. Wen ich bewundere, ist Frida Kahlo und ihre Geschichte, ihre Biografie natürlich und Emma. Emma ist eine Schwedin und ist eine magersüchtige Fotografin. Sie ist leider verstorben mit 32 an der Anorexie, aber sie hat wunderschöne Fotografien gemacht, die mich auch selber inspirieren. Und dann habe ich noch verschiedene von früher Künstler, die ich selber kennengelernt habe. Und ich habe gerne Kunst von heute, ich habe gerne Kunst von früher. Kunst ist so vielseitig, ich liebe Kunst, ich habe ja selbst auch Kunst gemacht. Und deshalb, ja, ich habe kein Lieblingsvorbild in der Kunst. Inspiration bekomme ich jeden Tag vom Draußensein, von der Natur, durch Begegnungen, durch Gespräche, durch Bücher, durch YouTube, durch Fernsehen und so weiter. Ich bekomme die Inspiration von überall her und mische sie dann und dann irgendwann entsteht irgendetwas. Und wie wäre der perfekte Tag für mich? Natürlich in einer Wohnung, nicht wie hier. In einer Wohnung würde ich dann später aufstehen, nicht wie hier um 4 Uhr, sondern vielleicht um 7:30 oder 7 Uhr und würde mir einen Kaffee machen und nicht zuerst zum Duschen gehen, würde zuerst einen Kaffee machen, den Kaffee trinken und dann zum Duschen und mich fertig machen und dann einen Spaziergang machen. Das würde ich machen. Und dann würde ich nach Hause kommen, den Haushalt machen, so wie es mir für mich stimmt, dass damit auch, ich habe es gerne ordentlich und dann würde ich wahrscheinlich spazieren gehen wieder. Etwas spazieren gehen oder in die Stadt gehen. Das Essen kommt noch, die Sonne müsste ich einnehmen. Ich könnte sie im Rucksack im Sommer wieder mitnehmen. Ich habe einen kleinen Rucksack, wo ich die Sonne reinpacken muss oder kann und da kann ich unterwegs sein. Ich würde dann, ich weiß noch nicht, wo ich wohne, ich komme dann noch zu diesem Thema. Aber wenn ich in Hegi wäre, dann würde ich dann einmal in die Stadt gehen und einmal in die Bibliothek oder gehe wieder einmal mit dem Zug unterwegs. Und am Abend ist die Zeit, wo ich gerne draußen auf dem Balkon sitzen würde. Das ist so ein Tag, der mir gefallen würde. Und vielleicht wieder auch einmal etwas Kulturelles. An eine Lesung gehen oder an ein Konzert oder irgendetwas oder ins Theater oder irgendetwas, wenn es möglich ist von den Kräften her. Wie geht es mir momentan? Habe ich zugenommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Meine Selbstwahrnehmung
Wahrnehmung ist gestört, wie bei allen von euch. Ich habe immer das Gefühl, ich sei normal, also ganz normal wie jeder andere, weil ich mich schon sehr lange, also jahrelang, in diesem Körper sehe. Sehe ich mich als normal an und lasse mich dann von einem Gegenüber einschätzen und sie sagt mir oder er sagt mir, dass ich viel zu dünn bin. Wie ich auch das Ganze einschätzen kann, ist es, wenn ich in eine Umkleidekabine gehe und meine Größe für mein Alter entsprechend und zu meinem Gewicht, was ich hätte, wenn ich in meinem Alter und meiner Größe wäre, dann müsste ich so dass die Größe 36, 38 tragen oder sprich S, sprich M, das wäre meine Größe. Und wenn ich dann reinschlüpfe, das kann ich in einer Umkleide von einem Kleiderladen, dann sehe ich, dass es mir viel zu groß ist und das zeigt mir dann auch, dass ich zu dünn bin. Und im Moment trage ich XXS oder 140 oder 32, nehme aber auch immer noch viel oder oft die Nähmaschine zur Hand und mache es kleiner. Da habe ich zum Glück keine Nähmaschine, die habe ich von meinen Eltern bekommen. Ja, wie reagiere ich, wenn ich angestarrt werde? Das ist auch so eine Frage. Im Schwimmbad, da werde ich eigentlich nicht angestarrt, ich werde so wahrgenommen, wie ich bin. Wir sprechen darüber oder sprechen auch über andere Sachen. Meistens ist es, dass sie besorgt sind um mich. Wo ich angestarrt werde, manchmal auf der Straße, aber ich nehme es gar nicht mehr so wahr. Ich lasse es an mir vorbeiziehen und denke, ich starre nicht zurück oder denke, wenn sie etwas nachrufen, dann schon, dann verletzt es mich. Wenn sie sagen, du sollst mehr essen, so geht es so laut, so läuft man nicht herum und weiß ich was, dann reagiere ich. Aber also in meinem Herz reagiert es, dann werde ich traurig. Und auch hier im Pflegeheim wird immer getuschelt, wie dünn man sein kann und noch herumlaufen kann mit solchen Beinen. Und ich wollte einmal reagieren, aber ich habe es dann irgendwie verpasst und die Leute waren nicht mehr dort. Und ich wollte ihnen sagen, dass ich ja nicht zum Plausch oder zum Vergnügen hier im Pflegeheim bin, sondern dass ich eine Krankheit habe und deshalb so dünn bin. Und ich möchte das den Leuten sagen, ich möchte sie konfrontieren. Ich bin ja nicht aus Freude so. Es ist einfach, weil ich nicht anders kann. Und ja, dann gibt es auch Leute, die mir schreiben, also letzthin hat mir jemand geschrieben auf Instagram, ich möchte deinen Körper haben. Aber das ist so traurig. Warum möchte man meinen Körper haben? Jeder hat einen Körper geschenkt bekommen und jeder Körper ist schön. Und ich möchte niemanden triggern. Ihr müsst eure Körper annehmen und akzeptieren, so wie sie sind. Ihr habt Talente und Fähigkeiten, ihr könnt aus diesen etwas machen. Man muss nicht immer alles auf den Körper reduzieren. Ich finde das traurig. Und diese Frau, die mir das geschrieben hat, hat sehr schöne Haare und ich würde mir wünschen, ich hätte so schöne Haare wie sie und sehr schönes Gesicht und schöne Hände. Und es gibt so viele schöne Stellen an eurem Körper, wo ihr euch erfreuen dürft darüber. Es muss nicht immer der Körper, das ist nicht normal, ein dünner Körper, das ist krank. Das ist krank und es ist traurig, wenn Menschen so einen dünnen Körper sich wünschen. Und es ist schlimm, dass die sozialen Medien diese Körper, man kann sie ja auch retuschieren und so zurecht machen, dass es aussieht, wie man ganz dünn ist. Ich mache das nicht, ich nehme keine Filter, außer bei den Stories mache ich das mit den verschiedenen Filtern aus Plausch, also aus Spaß. Aber sonst nehme ich nie Filter, ich bin immer so, wie ich bin. Und ich möchte aber niemanden triggern. Ich möchte eigentlich lieber warnen, das ist nicht das Wahre, der dünne Körper. Da hast du keine Kraft, du bist immer am Limit und kannst nicht so wie andere
immer draußen sein und Hula Hoop machen. Ich bin in einem Pflegeheim mit alten Menschen. In dieser Nacht wurde ich gestört von meiner Nachbarin. Sie hat geschrien und gesungen und hat getrotzt, dass sie hier sein muss. Und ich habe gemerkt, ich bin ja schon 8 Jahre hier, aber ich habe nie geschrien, ich habe es akzeptiert. Es gibt leider bis jetzt noch keine Therapie zum Gesunden, noch keine hundertprozentige Therapie. Es gibt Therapien im Angebot, die Menschen helfen zum Gesundwerden oder annähern, aber die Essstörung bleibt ja immer bei einem drin. Wie bei jedem, der suchtkrank ist, es ist eine Sucht. Und es ist traurig, eine traurige Wahrheit, dass bei der Leukämie gibt es eine hundertprozentige Therapie. Und das ist auch schon eine uralte Krankheit und bei der Anorexie oder anderen Essstörungen gibt es keine Therapie, bis heute nicht. Und das finde ich sehr traurig. Ja. Ich gehe auch, wie gehe ich denn mit dem Wissen um, plötzlich zu sterben? Das ist auch ein Thema, das ihr auch habt, oder wenn ihr immer im Untergewicht seid. Wie geht ihr um mit dem Wissen, es könnte jederzeit zu Ende sein. Es ist bei der Anorexie so, dass man wirklich von einem Tag oder von einem Moment auf den anderen sterben könnte, dass ein Organversagen stattfindet oder das Herz versagt. Bei einem Krebskranken kann man sagen, du hast noch so und so viel Zeit, dann gibt es ein Zeitfenster und du kannst dich vorbereiten. Und bei einer Anorexie gibt es das nicht. Es gibt verschiedene Stadien, wo man wirklich am Verhungern ist und da kann man voraussagen, du kannst noch eventuell so und so viele Tage leben, ohne Essen und Trinken und dann wirst du sterben. Aber das wollen wir ja nicht, wir wollen ja leben und wir wollen noch etwas erleben von in unserem Leben. Also ich möchte das. Ich weiß nicht, wie ihr denkt. Und Anorexie wird einfach noch nicht richtig ernst genommen von der Gesellschaft und ich finde das auch etwas Trauriges und auch hier im Pflegeheim wird es noch nicht ernst genommen. Hier werden die Menschen mit Demenz ernst genommen und anderen Krankheiten, eben wie Krebs und so, aber solche Menschen wie es mit Essstörungen haben sie hier eigentlich nicht, das gibt es nicht und deshalb werde ich nicht ernst genommen. Und wenn ich vom Tod spreche, werde ich auch nicht ernst genommen. Aber ich habe mich mit dem Tod befasst und ich habe auch schon alles vorbereitet. Ihr müsst nicht lachen, aber ich habe wirklich schon alles vorbereitet und morgen werde ich noch eine Fotografie machen, auch zu diesem Thema. Und ja, das ist das, was ich sage. Es ist auch traurig in den sozialen Medien, dass immer mehr Mädchen sich ausziehen und den dünnen Körper präsentieren. Und das ist fix im Internet gefestigt, auch die ganze Welt und Männer, die sich daran ergöttern. Und ich finde es abschreckend und wenn ich solche Männerzuschriften bekomme auf den privaten Nachrichten, ich muss sie immer wegschauen. Ich muss sie immer wegschieben oder sperren, da sie mir sagen, ich soll mich ausziehen. Es ist so erniedrigend. Erstens sind wir Frauen, die meisten, es sind auch Männer betroffen, es sind nicht nur Frauen. Aber bei den Frauen, bei den Männern sagt man nicht, du ziehst dich aus, aber bei den Frauen sagt man, zieh dich aus. Und so viele Mädchen und junge Frauen oder auch ältere Frauen ziehen sich aus. Und das sieht man einfach im Internet, wenn man googelt einen Namen, kommen alle diese Bilder hervor. Bitte macht das nicht, unterlasst es, das zu machen. Ja, und auch die Foodblogs finde ich persönlich nicht, also sie nicht alle, aber ich habe ein paar verfolgt und ich finde sie nicht wirklich gesund, also meistens sind die Foodblogs nicht von den Kalorien her, ich darf ja nichts sagen, weil ich ja nicht esse, aber von den Kalorien her sind sie nicht so aufgestellt, dass man damit zunehmen kann und sie sagen, sie recovern. Sie sind immer schön und hübsch angerichtet und es sind gute Rezepte, aber wenn man die Kalorien ausrechnet, stimmt es nicht. Also richtet euch nicht nach solchen Blogs, sondern geht zu einer Ernährungsberatung und lasst euch einen Plan für euch individuell zusammenstellen. Weil jeder Körper ist wieder anders und vielleicht hast du Allergien oder
andere Schwierigkeiten oder schon Spätfolgen, dass dein Magen nicht mehr arbeitet oder die Schilddrüse oder die Leber, und dann musst du speziell eine Diät haben, oder die Nieren arbeiten nicht, das ist bei mir, ich darf nicht so viel Eiweiß haben und nicht so viel Salz. Und auf das muss man schauen, und auf diese Challenges, wo man sagt, ich esse 10.000 Kalorien im Tag, das ist doch ungesund für einen Körper, das geht. Für mich geht so etwas nicht. Es geht, sie machen es, und es gibt sicher viele Zuschauer, die das möchten, das wird auch immer gewünscht, aber ich persönlich finde es nicht gut. Ich finde, man sollte lieber über uns sprechen, wie wir mit dem Körper umgehen, und eben das andere überlassen wir der Ernährungsberaterin oder Berater, und sie können für uns den richtigen Ernährungsplan nach unseren Wünschen, nach unseren Gelüsten und was wir gerne haben, so zusammenstellen, mit Zusatznahrung und so weiter. Ich werde das jetzt auch machen, ich gehe in die Ernährungsberatung, also ich mache schon immer Ernährungsberatung, aber das ist nur die Erhaltung, ich habe ja jetzt noch nie zugenommen, aber ich möchte jetzt bis zum Januar möchte ich ein Gewicht erreichen, ich habe mir die Zahl 40 vorgenommen, ich selber weiß nicht, wie viel ich wiege, ich weiß nicht, wie viel ich zunehmen muss. Ich werde dann dort auf die Waage stehen und sie wird mir das ausrechnen und mir dann einen Plan zusammenstellen, weil die GAIMO, das ist eine Wohngenossenschaft für Invalide, also kranke Menschen und alte Menschen, die haben mir angerufen letzte Woche, sie hätten eine Wohnung für mich. Und ich bin überhaupt nicht parat, ich war wie aus den Wolken gefallen, weil meine Unterlagen, die sind irgendwie verschwunden bei ihnen und jetzt wieder zum Vorschein gekommen, und jetzt werden sie anfangen zu suchen, ganz aktiv zu suchen für mich eine Wohnung. Dann gehe ich vielleicht nicht nach Hegi, sondern bleibe hier in der Stadt, und ich habe ihnen jetzt den Januar angegeben, damit ich auch noch die Kündigungsfrist einhalten kann, dass ich ab Januar Wohnungen besichtigen kann, dann geht es auch schneller, dass ich von hier wegkomme. Weil diese letzte Nacht, also wenn es so weitergeht, dass hier nur noch geschrien wird und gejammert und gerufen, dann fühle ich mich wie in der Psychiatrie, und das muss ich nicht haben, es ist mein Zuhause, das möchte ich nicht. Und deshalb bin ich froh, wenn ich so schnell wie möglich in eine Wohnung gehen kann. Ich brauche natürlich noch vieles. Ich habe, was ihr seht da, diesen Tisch ausgeliehen, diesen Stuhl ausgeliehen, dieser Kasten gehört mir, die Kommode dort gehört mir, der Sessel gehört mir und der Spiegel gehört mir, und sonst habe ich eigentlich nichts mehr. Noch einen Schuhschrank, aber ich muss ganz vieles noch einkaufen. Und mein Budget, also mein Geld, ist nicht gerade. Also das Pflegeheim kostet mich recht viel Geld, und ich brauche auch im Monat, ich habe ein kleines Budget und kann nicht, ich spare, ich habe ein Sparkonto, ich spare jeden Monat, aber ich kann nicht so viel auf die Seite tun, wie wenn ich arbeiten würde, das ist einfach so. Aber ich würde jetzt gerne anfangen mit dem Zunehmen. Ich habe es mir wirklich vorgenommen, ich esse jetzt Trauben, und mit Melonen habe ich angefangen, jetzt habe ich dann Geburtstag, und das ist hier immer so Tradition, dass man zum Geburtstag einen Wunsch frei hat, was das Essen anbelangt. Und ich bin schon am Studieren, was ich mir da wünschen soll. Das ist so schwierig für mich, ich habe keine Ahnung. Ja, also ich denke ein bisschen nach Brasilien, mein Handy klingelt. Und werde da Früchte bestellen, aber das ist halt nicht so gerecht, aber ich werde das so machen. Vorbilder habe ich keine, und ich möchte auch nie als Vorbild fungieren, weil ich selber noch in der Krankheit stecke. Wenn ich erfolgreich meine Krankheit überwinden könnte, würde ich gerne als Vorbild da sein. Aber ich möchte euch als Hilfestellungen durch meine Erfahrungen immer für euch da sein, ihr dürft mir Fragen stellen, und ich werde alle Fragen beantworten, und ich
möchte einfach, dass es euch gut geht und dass ihr zum Leben zurückfindet. Ihr müsst ja nicht einen normalen Körper wieder bekommen. Es wäre gesund, natürlich, es wäre gesund, wenn wir wieder das Normalgewicht erreichen könnten. Aber die Anorexie bleibt ja, die bleibt in unseren Köpfen drin. Und wir müssen lernen, damit umzugehen und müssen lernen, uns zu akzeptieren und uns lernen lieben. Unsere Körper zu lieben. Ich habe mich so verändert, ich habe meine Seele verändert und bin innerlich befreit. Ich habe allen verziehen in meinem Leben, die mir Unrecht getan haben, und ich bin befreit und ich bin glücklich. Ich bin nie mehr traurig, ich bin glücklich und freue mich auf jeden Tag, an dem ich noch leben darf. Und ich möchte, dass ihr das auch könnt und dass ihr nicht trauern müsst und hadern müsst. Und es gibt so viel Schönes und ihr habt auch so viel Schönes noch vor euch, wenn ihr das Leben wieder zurückgewinnt. Und das wünsche ich euch so von ganzem Herzen. Ja, was schreibe ich da noch? Ich möchte ja das Umfeld informieren, dass ich gesund und kräftiger werden möchte. Und das ist für mich wichtig, damit ich ein Zeichen setze und damit man mich beobachten kann und mir auch schreiben kann. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt oder mein Körper das wirklich dann umsetzen kann mit der Nahrung. Und ob ich habe auch Angst, plötzlich anders auszusehen. Und das muss langsam vonstatten gehen, das weiß ich. Bei mir ist das wirklich langsam, es muss langsam gehen und ich muss ja auch noch andere Sachen in Ordnung bringen. Und ich möchte einfach nicht mehr in die Vergangenheit zurückschauen, sondern nur noch vorwärts schauen. Jetzt, was jetzt ist, im Heute-Leben und nicht in die Vergangenheit zurückgehen, außer wenn ich nach Brasilien gehe und dort ein bisschen verweile am Meer und in Gedanken dort bin, dann ist das schön für mich. Und ich möchte mir auch immer zwischendurch wieder ein Geschenk machen, wenn ich eine Zieletappe erreicht habe. Das dürft ihr auch. Ihr dürft euch ein Geschenk machen oder auch einmal zwischendurch. Oder euch beschenken lassen mit einer schönen Blume. Das erfreut einem mit das Herz so sehr. Jetzt habe ich die Sonne im Zimmer für ein paar Tage. Leider ist sie mir heute noch umgekippt und ich musste sie kürzen und in eine andere Vase stellen. Es war alles überschwemmt hier am Boden. Aber jetzt ist sie wieder ganz da. Also die Blume ist ja noch da und sie ist bei mir. Ja. Immer positiv in den Tag gehen und das Negative auf die Seite wischen. Wenn ihr das möglich machen könnt, versucht es. Versucht das Negative, was euch stört. Wenn ihr jetzt gerade in der Klinik ist, ist es schwierig, aber es gibt immer positive Sachen. Versucht einfach euch an irgendetwas Positivem festzuhalten oder malt euch ein Bild oder macht ein Mandala oder schreibt Tagebücher oder geht in die Natur raus und genießt jetzt noch den Sommer, solange er noch ist, bald kommt der Herbst. Und genießt das Leben, was ihr könnt, was euer Körper euch ermöglicht. Das müsst ihr machen. Das ist eine Empfehlung von mir, ja. Und ihr habt ja alle Fähigkeiten und Talente. Und jeder ist wertvoll, jeder Mensch ist wertvoll und einzigartig. Es gibt kein Mensch, der gleich ist. Das ist das, was ich auch immer wieder zu mir sage. Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll. Und jetzt merke ich, ich muss langsam enden. Es hat schon abgeschaltet, aber es ist schon bald, wir sind schon bald am Ende. Ja, das habe ich alles gesagt. Denn eben der Körper, die Begabungen. Ich freue mich auch, dass ich hier in der Schweiz leben darf. Und ich denke im Moment an Afghanistan, ich denke an Griechenland, Italien, Haiti, Deutschlands Hochwasseropfer, an Corona. Ich denke an alle Menschen, die alles verloren haben, da ich es ja auch durchlebt habe, aber nie in diesem Maße. Ich musste nie um mein Leben Angst haben, doch manchmal im Spital habe ich Angst gehabt um mein Leben. Aber jetzt bin ich ja sicher und ich lebe in einem sicheren Land und ich bin dankbar dafür. Und ich hoffe, ihr könnt das auch annehmen und seht, wie die ganze Welt, die verrückte Welt im Moment
am Zerbröckeln ist. Es geht alles kaputt rundherum. Es ist ganz traurig. Und lebt einfach noch die Zeit, die ihr habt, und macht schöne Dinge und freut euch und werdet gesund, wenn es geht. Ich möchte euch nicht zwingen dazu. Wenn ihr sonst glücklich leben könnt, dann lebt ihr sonst glücklich. Ihr müsst einfach lernen, zum Positiven zu gehen und das Glück zu sehen und nicht das Schlechte, sondern das Gute und ja, zufrieden sein und verzeihen. Das ist so wichtig. Und ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Es ist jetzt einfach ein Update-Video gewesen. Also mir geht es gut. Mir geht es körperlich gut. Ich merke einfach, mit dem Laufen geht es nicht so gut. Ich habe nicht die gleiche Kraft, wie ich auch schon hatte. Aber das Rippchen ist besser geworden. Es schmerzt mich noch etwas, aber es ist besser geworden. Und ich freue mich daran. Und jetzt werde ich mehr nähen in der nächsten Zeit und werde noch Kleider ins Secondhand bringen für den Herbst. Und werde versuchen, mit weniger auszukommen, weil ich ja dann in der Wohnung mehr den Minimalismus angelegt leben möchte. Ja, das ist so mein Ziel. Ich danke euch fürs Zuschauen und werde euch nächste Woche wieder ein Video machen und wünsche euch deshalb eine wunderbare Woche. Genießt es und wenn es regnet, macht etwas Schönes für euch. Macht euch eine Maske oder ein Fußbad oder irgendetwas, was euch Freude macht, oder geht zum Coiffeur. Ich habe mir die Nägel lackiert. Irgendetwas Schönes und freut euch darum. Und es ist 2021, nicht wie ich im Intro sagte, 2021. Das war ein Riesenversprecher. Ich danke euch und wäre froh, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr noch nicht mich abonniert habt und mir ein Däumchen nach oben gebt oder ein Däumchen nach unten, wie ihr es denkt, wie das Video euch gefallen hat. Danke vielmals für alles. Eure Franziska. Bye. Tschüsschen.